Sehr geehrte Damen und Herren, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein. Ich glaube nicht, dass ich in einer Viertelstunde abdecken kann, was alles möglich sein wird. Aber was ich versuchen werde, ist aufbauend auf einigen grundlegenden Fakten, die für Deutschland gelten. Wenn wir heute vom Sport sprechen, wenn wir das etwas ausdifferenzieren historisch, wie sah es denn in Deutschland aus in den Anfangszeiten, dass ich von diesen Zeiten aus dann eine Brücke auch nach Siegen schlagen werde. Ich habe mal ein bisschen geschaut, ohne für mich in Anspruch nehmen zu wollen, dass ich hier Experte bin, regional. Aber man kann deutsche Sportgeschichte sehr gut am Siegener Beispiel auch spiegeln. Und als Ausblick möchte ich dann noch einige Beispiele nennen, was ich mit Studierenden gemacht habe in den letzten Jahren an Projekten. Hätten wir die eigentlich einreichen dürfen? Also jetzt bei anderen Wettbewerben auch? 21 ist ja Altersgruppenschnitt, auch für Studierende. Ja. Muss man sich auch mal merken. Weil es immer als Schulwettbewerb deklariert wird, ne? Und ganz zum Ausblick, damit möchte ich enden, habe ich Ihnen noch zwei Beispiele für Jubiläen, die anstehen, mitgebracht. Das ist ja klassischerweise so, dass auch medial Jubiläen immer gern genutzt werden, um da anzupacken. Und da könnte man vielleicht dann regional untersuchen, wir haben 100 Jahre sowieso und was trifft denn auf unsere Region hier zu? Also zunächst mal zu den Grundlagen. Und wie ich festgestellt habe, eben beim Zuhören, wir haben uns nicht vorher abgesprochen. Ich habe das jetzt eigenständig vorbereitet. Ich kann dennoch ein paar Brücken schlagen. Nach Hamburg, zum Radsport und zu Jahn. Alles vorher abgesprochen. Nein, fangen wir mit Jahn an. Der Wettbewerb, wir sehen ihn hier, Sport macht Gesellschaft, bewegte Zeiten, Sport macht Gesellschaft, ist rein sporthistorisch gesprochen insofern etwas verwirrend, wenn wir wirklich an die Wurzeln gehen in Deutschland, als dass Deutschland überhaupt kein Sportland ist, sondern ja ein Turnland. Sport ist ein Phänomen, was besonders in England stark wurde und von England aus sich dann verbreitet hat, ganz stark im angloamerikanischen Raum zunächst mal und dann, darauf gehe ich gleich noch ein, im 19. Jahrhundert dann auch verstärkt nach Deutschland rübergeschwappt ist. Erstmal ist Deutschland aber ein Turnland. Was heißt das Turnen? Turnbewegung steht hier. Was ist damit verbunden? Und noch dazu, warum hat die Turnbewegung Sport vehement abgelehnt? Für einen deutschen Turner vor 200 Jahren war das eine schreckliche Beleidigung, wenn man ihn als Sportler bezeichnet hätte. Also was ist da passiert? Warum sprechen wir heute flächendeckend von Sport und nicht vor 200 Jahren? Und da sind wir bei dem eben schon erwähnten Jahn. Jahn war nicht der Erste in Deutschland, der die Idee hatte, leibeserzieherisch zu wirken. Wir haben die sogenannten Philanthropen am Ende des 18. Jahrhunderts, die bereits unter der Begrifflichkeit Gymnastik angefangen haben, Leibeserziehung zu propagieren an ihren Schulen, an den Philanthropinen. Aber was Jahn gelungen ist, außerschulisch eine Bewegung zu starten, die bewusst auch als Bewegung bezeichnet wird, die Turnbewegung, weil sie viel weiter darüber hinausging, als das, was wir heute als reine Leibesübungen bezeichnen würden. Die Turnbewegung war eine politisch motivierte Bewegung. Sie ist entstanden in der Zeit der französischen Besatzung unter Napoleons Herrschaft. Jahn hat zusammen in einem Zeitgeist mit den Burschenschaften, die entstanden sind, aufgerufen, die französische Fremdherrschaft abzuschütteln. Jahn hat sich selbst als Forscher verstanden, vor allen Dingen, was er Volkstum, Deutschtum genannt hat. Eine illustre Gestalt, eine umstrittene Gestalt. Erstmal insofern eine illustre Gestalt, als dass er ein gescheiterter Student war. Er hat mehrere Studiengänge begonnen, aber nicht abgeschlossen. Und so blieb ihm der Weg verwehrt, regulär an der Schule als Lehrer zu unterrichten. Er hat sich dann als eine Art Nachhilfelehrer verdingt, als Hauslehrer. In Berlin war er tätig und hat dann in Berlin diese Turnbewegung ins Leben gerufen, auch bewusst unter der Begrifflichkeit Turnen. Jahn kannte die Begrifflichkeit Gymnastik, die letztendlich aus dem Griechischen, aus der Antike kommt, Gymnos nackt. In der Antike wurden die Leibesübungen, ja die Wettkämpfe, zumeist nackt betrieben. Und er wollte jetzt in diesem Zeitgeist Auflehnung gegen napoleonische Herrschaft Deutschtum fördern, was er genannt hat, einen typisch deutschen Begriff schaffen für leibeserzieherische Tätigkeiten. Und er glaubte, und die Betonung liegt auf glaubte, er hätte mit Turnen dann einen urdeutschen Begriff gefunden. Er führte das auf Turnier zurück, was im Mittelalter die Ritter vor allen Dingen gemacht haben.
Etymologisch hat er sich leider geirrt und das ist die Ironie der Geschichte. Man konnte dann später beweisen, dass Turnen ausgerechnet aus dem Mittelfranzösischen ins Deutsche kam. Also gegen die er zum Kampf aufgerufen hat, deren Begrifflichkeit hat er rein sprachwissenschaftlich übernommen. Tornare aus dem Lateinischen, torne, to turn, im Englischen sich drehen, wenden, da kommt Turnen her, also nicht von dem Turnier, was Jahn glaubte. Nichtsdestotrotz, man soll ja seine Erfolge nicht schmälern, er war extrem erfolgreich Jungen, er hat nur männliche Jugendliche betrachtet, das Turnen ursprünglich hat sich nicht an Mädchen oder Frauen gewandt, er hat Jungen begeistern können für diese Sache. Interessanterweise hat er schriftstellerisch gar nicht viel dazu geschrieben. Also die deutsche Turnkunst, die können Sie heute nach wie vor in die Hand nehmen als Reklamheft, das ist eine dünne Broschüre. Er hat gar nicht so viel dazu geschrieben. Sein hauptsächliches Interessengebiet schriftstellerisch war Sprache, Volkstum, wie er das genannt hat. Dazu hat er viel mehr geschrieben. Also zum eigentlichen Turnen, was er da leibeserzieherisch gemacht hat, kam gar nicht so viel. Aber ein bisschen was liegt vor. Und was wir eben wissen, und da gibt es auch schöne Quellen zu, er hat dann 1811 in Berlin begonnen, einen öffentlichen Turnplatz zu errichten und dort zu turnen. Muss man sich so vorstellen, dass er mit den Jugendlichen aus der Stadt, die Hasenheide lag damals noch vor den Toren Berlins, heute zählt das zu Berlin-Neukölln. Ist eher ein berüchtigter Park, was illegale Substanzen betrifft. Damals war das eine Fläche außerhalb der Stadt. Da ist man hingezogen und hat dort in Eigenregie einen Turnplatz errichtet und dort dann geturnt. Und Turnen damals, wenn man sich Bilder anschaut, hier links sehen Sie eine Briefmarke der Post aus dem Jahr 2011, 200 Jahre Turnplatz. Turnen damals, das wird in der Literatur meist als Tummeln und Toben bezeichnet. Also es hat nichts mit dem Gerätturnen, wie wir es heute, und jetzt kommen wir wieder zu dem anderen Begriff, auf den ich gleich noch komme, wie wir es heute als Sportart bezeichnen. Gerätturnen als Leistungssport beispielsweise. Weltmeisterschaften, Olympische Spiele. Damit hat das noch wenig zu tun. Es gibt erste Turngeräte, die da erfunden werden, die bis heute populär sind, wie Reck und Barren. Das haben die erfunden zu der Zeit, selbst gebaut. Aber wenn man sich den Turnplatz anschaut, dann ist das vor allen Dingen heute, meine Studierenden sagen dann oft, wie ein Abenteuerspielplatz oder ein Klettergarten. Die Gerätschaften, die gebaut wurden, sind auch hoch. Also das geht richtig hoch hinaus. Sicherungssystem, sowas gab es damals noch nicht, worauf man allerdings großen Wert gelegt hat. Man wollte ja nicht, dass es zu schlimmen Unfällen kommt. Es wurden sogenannte Vorturner ausgebildet, die dann schon erfahrener waren und die haben die Jüngeren, die Neuen an die Hand genommen und ausgebildet sozusagen. Und Sie kennen das vielleicht heute, wenn Sie sich mit Parcours auseinandersetzen, was bei Schülerinnen und Schülern ja heute sehr beliebt ist. So ein Motto des Parcours ist ja, mach nur das, was du dir auch zutraust. Also mach nicht zu gewagte Sprünge, das hat man da auch schon angewandt. Also man ist nicht direkt auf 20 Meter hohe Klettergerüste ungesichert, sondern hat das so nach und nach angeleitet. Dieses Geschehen wird, wie gesagt, als Tummeln und Toben bezeichnet in der Literatur. Was dem jetzt aber eigen ist, dass es eine große Faszination ausgestrahlt hat. Es hat viele, viele Nachahmer gefunden und da sind wir jetzt schon an der Möglichkeit, hier auch in Siegen zu schauen. Ich weiß es nicht auswendig, aber das kriegen Sie raus. Wann gab es in Siegen den ersten Turnplatz? Diese Idee, Turnplätze zu bauen, hat sich rasant verbreitet. 1811 ist in Berlin der Beginn und in ganz Deutschland bilden sich solche Turnplätze. Das kann man sich als eine Art Club vorstellen. Gegen einen geringen Obolus tritt man ein und zieht dann zwei-, dreimal die Woche außerhalb der Schule. Wir reden nicht vom Schulfach, das ist außerhalb der Schule. Man zieht auf diesen Turnplatz, das sind Jungen und Studierende, alles Männer, wie gesagt, zieht dahin und turnt dort. Und was Jahn dort propagiert hat, er ist dann auch umhergereist, das ging eben, wie anfangs gesagt, weit über Leibeserziehung, über Leibesübungen hinaus. Er hat vor allen Dingen politisch auch motiviert und instruiert, zum Freiheitskampf gegen die Franzosen aufgerufen. Daher ist dieses Urturnen zwar relativ wild, was Bewegungsformen betrifft, aber schon sehr klar in den Zielen, ganz stark politische Ziele und auch stark mit einem Wehrerziehungsgedanken verbunden. Also man wollte Soldatentum ausbilden, man hat Wehrübungen betrieben und hat eben, wie gesagt, zum Freiheitskampf gegen die Franzosen aufgerufen. Insofern auch sehr erfolgreich, als das beispielsweise Völkerschlacht bei Leipzig 1813 maßgeblich mit turnerischer Unterstützung stattfand. Turner sind dann in die Schlacht gezogen und haben letztendlich 1815 Waterloo Napoleon ja auch besiegt. Also da hatten die Turner schon einen entscheidenden Beitrag geleistet.
zusammen mit den Burschenschaftern. Ein zentrales politisches Ziel der Turner zur damaligen Zeit war, die sogenannte Vielstaaterei in Deutschland zu überwinden. Man wollte einen Nationalstaat erreichen. Der Deutsche Bund, der nach den napoleonischen Befreiungskriegen ja entsteht, war aber als Ergebnis des Wiener Kongresses ja immer noch ein Zusammenschluss von vielen Staaten. Darüber waren die Turner zunächst mal frustriert. Es ist ihnen also nicht gelungen, durch den erfolgreichen Freiheitskampf, zu dem sie beigetragen haben, einen Nationalstaat herbeizuführen. Und die Turnbewegung hat sich dann innerhalb kürzester Zeit radikalisiert. Man hat maßgeblich beim Wartburgfest 1817 beigetragen. Da kommt es ja bereits zu Szenen, dass sogenannte undeutsche Literatur verbrannt wird. Da waren die Turner ganz vorne dabei mit den Burschenschaftern auch. Und so ein symbolischer Akt, wirklich 1819, wird ein Schriftsteller ermordet von Kotzebue. Schriftsteller und Satiriker, der sich über Jahn und die Turnbewegung lächerlich gemacht hat. Also er hat sie satirisch aufgearbeitet. Und wenn ich jetzt an meinen eigenen Schulunterricht zurückdenke, und wir haben ja aus dem Geschichtskollegium reichlich Vertreterinnen und Vertreter hier, da ist immer nur die Rede, dass ein Burschenschafter den Schriftsteller umgebracht hat. Dass der auch Turner war, steht normalerweise gar nicht in den Geschichtsbüchern. Ich weiß nicht, wie es heute bei Ihnen ist. Also das ist immer der Burschenschafter Karl Ludwig Sand, er war auch Turner. Also daran sieht man auch, dass es eben eine stark politisch motivierte Bewegung war. Jahn selbst wurde verhaftet im Anschluss. Ihm drohte eigentlich die Todesstrafe wegen Hochverrats, weil er für Aufruhr gesorgt hatte. Er hat dann einen gnädigen Richter gefunden und kam in Anführungszeichen nur in Haft. Und was aber dann eine Folge dieser Radikalisierung der Turnbewegung war, dass in vielen deutschen Teilstaaten, sehr lange in Preußen hier unten als Beispiel aufgeführt, Turnen verboten wurde. Es gab sogenannte Turnsperren. Das hieß nicht, dass sie sich überhaupt nicht mehr leibeserzieherisch betätigen durften. Was aber strikt verboten war, dass sie politisch aktiv sind. Und weil diese Urturnbewegung eben politisch motiviert war, war es letztendlich dann ein Verbot des Turnens, weil viele aktiven Turner dann gesagt haben, wir machen ja nicht nur Leibesübungen, wir haben ja eine politisch motivierte Sinngebung, die damit verbunden ist. Und es dauert dann einige Jahre, bis der Gedanke wieder diskutiert wird, dann vor allen Dingen unter Gesundheitsaspekten. Und dann kommen wir auch in den Bereich ab der Mitte des Jahrhunderts, wo Turnen dann Schulfach wird. Das ist vor allen Dingen aber bedingt dadurch, dass die Politik erkennt und die Medizin, das tut Kindern und Jugendlichen gut, sich zu bewegen. Die große Herausforderung ist dann natürlich, wie bringe ich so eine wilde politische Form denn überhaupt an die Schule? Also wie mache ich Lehrpläne daraus? Das ist eine Entwicklung, die dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzt. Und die Turner insgesamt, die verlieren dann ihre Radikalität, vor allen Dingen später im Kaiserreich im 19. Jahrhundert. Sie werden dann sogar zu einer Art staatstragenden Säule. Als mit dem Kaiserreich ein Nationalstaat entstanden ist, da stützt man diesen. Ein deutscher Turner, der macht das mit patriotischer Geisteshaltung, der unterstützt diesen Kaiserstaat. Ganz wichtig für die Turnbewegung ist allerdings, und das gilt es festzuhalten, was Inhalte betrifft, man lehnt ab, dass die Individualleistung im Mittelpunkt steht. Es geht immer um die Gemeinschaft. Das gemeinsame Weiterkommen ist wichtiger. Und ebenso lehnt man damit einhergehend Rekordsucht, Gewinnstreben, sowas ab. Und das sind alles Punkte, die Sport sind, was die Engländer machen. Beim Sport, ab Ende des 19. Jahrhunderts international dann auf der olympischen Bühne, das olympische Motto, schneller, höher, weiter. Da geht es darum, Bestleistung zu erzielen. Da geht es darum, Individualisierung in meiner Disziplin, mich zu spezialisieren. All das lehnen Turner ab. Sie fordern eine gesamte Leibeserziehung. Daher ist ein klassisches Turnen im 19. Jahrhundert auch viel mehr als das, was wir heute drunter verstehen. Turner machen sogenanntes Volksturnen, das ist Leichtathletik. Also die machen Wettläufe, die machen Ringkämpfe, das zählt alles dazu. Die machen Schwimmen, das ist Wasserturnen. Ja, also ein Turner sagt immer, wir leisten vielseitige Ausbildung, wir brauchen diesen Sport gar nicht. Sport, das ist aus Turnersicht fremdländisch, englisch, das wollen wir nicht, das lehnen wir patriotisch gesinnt ab. Und es ist auch verdorben insofern, als dass man sich, wie gesagt, im Sport spezialisiert, sich konzentriert auf eine Einzelleistung, einen Rekord anstrebt. Und jetzt wird es ganz schlimm, England ist ja wettverrückt. Beim Sport ist von Beginn an ganz entscheidend, ich muss einen Sieger ermitteln können, weil ich darauf wetten will. Es ist Geld im Spiel. Das lehnen die Turner als unmoralisch ab.
Und insofern wehren sich die Turner vehement dagegen, dass Sport von England nach Deutschland rüberschwappt. Insbesondere Fußball wird diffamiert als Fußlümmelei. Das ist für einen Turner anarchisch. Die wälzen sich im Dreck. Ja, also das wird abgelehnt. Gleichwohl, der Zeitgeist ändert sich natürlich im 19. Jahrhundert. Sport findet Nachahmer, findet Interessenten und man kommt da nicht mehr so stark gegen an. Also man muss das Zähneknirschen sozusagen akzeptieren, dass die Leute auch anfangen, Sport zu treiben. Da haben wir jetzt keinen Siegerländerbezug, aber die Ehre geht an Hamburg. Der älteste Sportverein überhaupt in Deutschland, und der sticht deutlich heraus, wenn Sie sich anschauen, frühe Sportvereine in Deutschland, ist 1836 in Hamburg gegründet worden, ein Ruderclub, gegründet als der Hamburger Ruderclub. Hat im 20. Jahrhundert fusioniert mit dem Germania Ruderclub und heißt heute der Hamburger und Germania Ruderclub. Ganz wichtig, dass der gehört zum Eigennamen. Wenn Sie über den Club schreiben, müssen Sie immer schreiben der Hamburger und Germania Ruderclub. Legen die großen Wert drauf. Ist der älteste Sportverein in Deutschland, gegründet Hamburg, Hafen, von englischen Kaufleuten. Mit Deutschen zusammen, also haben wir einen ganz stark englischen Einfluss. Ansonsten sehen Sie hier, reden wir vor allen Dingen vom letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, dass Sport nach Deutschland rüberkommt. Ein Einfallstor sind Kurstädte, das heutige Bad Homburg, ältester Tennisclub in Deutschland. Englische Kurgäste weilen zur Kur in Deutschland und bringen ihren Sport mit. Um sie zu halten, müssen die Kurorte Sportangebote machen. Also man muss ein Angebot schaffen für die Touristen sozusagen, damit die mitmachen. Golfclubs entstehen, Tennis entsteht. Da haben wir schöne Beispiele von Kurstädten. Ansonsten haben wir eben einzelne Sportarten, unter anderem dann Fußball, wie er eben herüberschwappt. Und all das, was ich jetzt wirklich sehr auf die Schnelle bislang erzählt habe, kann man ganz schön auch am Beispiel Siegen illustrieren. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel aufgezeigt. Wir haben jetzt ganz klassisch Jahn Siegen, den alten Turnverein. Das ist ganz typisch. Wir haben fast immer TVs zunächst mal, Turnvereine. Manchmal haben wir es so, dass wir dann später TSVs oder TUS, Turn- und Sportverein, Turn- und Spielverein, sowas haben. Das sind dann schon Reaktionen darauf, dass Sport rübergeschwappt ist und im schlimmsten Fall die eigenen Mitglieder des Turnvereins sagen, wir wollen auch diesen Sport machen, was die Engländer machen. Was machen sie jetzt als Turnverein? Entweder sie lehnen das ab, dann laufen sie natürlich Gefahr, dass ihre Mitglieder abwandern, oder sie sagen, okay, dann integrieren wir das. Und da kommt es zu diesem Phänomen, und da ist Siegen absolut typisch für den Trend in Deutschland zum Ende des 19. Jahrhunderts, dass sich die Turnvereine gezwungenermaßen öffnen, entweder direkt, indem sie den Vereinsnamen erweitern, dass ein S dazukommt für Sport, oder dass sie in einem Turnverein eine eigene beispielsweise Fußballabteilung gründen, aber noch unter dem Dach des Turnvereins. Und daraus entsteht dann die verrückte Lage im 20. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert, dass beispielsweise unter dem Dach des Turnens eigene Fußballligen entstehen, parallel dazu aber reine Sportvereine entstehen, die von vornherein sagen, wir gründen uns auch als Sport oder als Fußballclub. Und der DFB wurde ja 1900 gegründet und unter dem Dachmantel des Deutschen Fußballbundes ebenfalls eigene Fußballligen natürlich ausgespielt werden. Diese verworrene Lage wird erst nach dem Ersten Weltkrieg entzerrt. Das bezeichnet man in der Sportgeschichte als die sogenannte reinliche Scheidung. Das gesagt wird, weil der Sport immer populärer wird in Deutschland und sogar, was Mitgliedszahlen betrifft, dann das Turnen überholt, dass dann gesagt wird nach dem Ersten Weltkrieg, wir reduzieren das Turnen auf das, was wir heute auch unter Turnen verstehen. Und all das, was unter dem Dach des Turnens als Sport weiter betrieben wird, wie beispielsweise Fußball, das geht rüber auch in den Fußballfachverband. Das ist diese reinliche Scheidung. So, und jetzt Beispiel Siegen. Ich fürchte, das kann man nicht von hinten lesen, aber es passt wirklich wie die Faust aufs Auge. 1879, Jahn Siegen. Dann haben wir die Sportfreunde Siegen, wurden schon mal erwähnt. Steht hier, 1899 ursprünglich als Abteilung des TV Jahn Siegen gegründet. Und dann später, 1923, Thema reinliche Scheidung, ausgestiegen. Weg vom Turnen. Eigenes aufgemacht. TSV Siegen, sehr erfolgreich. Wir hatten eben das Thema Frauenfußball. Wäre so ein Thema auch für Lokalstudien in den 80er Jahren. Ich glaube, siebenfach deutscher Meister Frauenfußball, also top
Frauenfußballclub. TSV Segen, später gegründet, 1909. Da merken wir bereits, Sport ist angekommen in Deutschland. Man gründet bereits einen TS, also Turnen und Sport. Also das sind ganz typische Entwicklungen, die man durchaus nachzeichnen kann. Das geht zugegebenermaßen jetzt schon weit zurück. Aber dennoch könnte man ja mal fragen, was ist von so einem Zeitgeist vielleicht heute noch zu spüren? Also wenn man zu etablierten Vertretern der Turnbewegung geht, kommt manchmal bis heute: Ich bin Turner, kein Sportler. Kann man durchaus mal nachfragen. Wir haben ja heute Klammern sozusagen. Kreissportbund ist hier. In größeren Städten haben wir Stadtsportbünde. Das sind freiwillige Vereinigungen, die aus dem Sport kommen. Dass sich also Sportvereine eine Klammer geben, sozusagen eine Interessensvertretung. Und auf Länderebene haben wir dann den Landessportbund in Duisburg, die auch ihre Themen, ihre Marken, die ja heute aktuell sind. NRW bewegt seine Kinder, bewegt Älterwerden in Nordrhein-Westfalen etc. von Landes- auf Kreis-Stadtniveau durchreichen. Also da haben wir Ansprechpartner, wo man fragen kann. Wo man theoretisch auch fragen kann, auf kommunaler Ebene sind natürlich die Verwaltungen ebenfalls im Sport aktiv. Sie müssen das organisieren. Viele Städte sind ja kommunal verwaltet. Stadien, Sportplätze, Turnhallen. Und da haben wir immer verankert auch bei den Verwaltungen Einheiten, die sich um Sport kümmern. Ich nutze jetzt ab sofort den Oberbegriff Sport, weil wir jetzt nach dem Ersten Weltkrieg sind und sich dann Sport, wie gesagt, als Oberbegriff auch durchgesetzt hat, zum Unmut der Turner durchaus. Und da möchte ich so ein Beispiel geben oder zwei Beispiele, um es richtig zu sagen, was ich mit Studierenden gemacht habe in den letzten Jahren. Da hatten wir den Fall, dass 1919, direkt nach dem Ersten Weltkrieg, sowohl der Stadtsportbund gegründet wurde, noch nicht unter dem Namen, der hieß damals Zweckverband für Leibesübungen, aber das ist der heutige Stadtsportbund Köln. Und ebenfalls 1919 wurde dann kommunal der Vorläufer des heutigen Sportamts der Stadt als Amtseinrichtung eingeführt. Jetzt kam man damals auf die glorreiche Idee, dass man zum 90-Jährigen ein dickes Buch produziert hat, was toll gemacht wurde, sowohl inhaltlich als auch von der Aufmachung. Insofern dann etwas unglücklich, weil man dann 10 Jahre später beim runden Jubiläum 100 Jahre sich natürlich fragte, und jetzt? Und in dem Fall das Sportamt hatte dann vor allen Dingen den Hut auf und die hatten dann mich gefragt, ob ich eine Fortführung dieses Buchs machen könnte als Sporthistoriker. Und ich sagte, kann man machen? Ein bisschen schwierig, weil wenn man zu 90 Jahren wirklich ein sehr schönes, umfassendes Buch gemacht hat, jetzt so ein Appendix dann noch zu machen. Und dann habe ich gesagt, was wäre denn, wenn ich meine Studierenden mit ins Boot nehme? Ich habe unter anderem Sportjournalismus-Studierende. Bei uns an der Hochschule gibt es einen Studiengang Sportjournalismus. Die wollen also in die schreibende Zunft oder AV-Medien. Wenn wir die mit ins Boot nehmen, uns auf die letzten 10 Jahre konzentrieren, was ist in den 10 Jahren passiert und was für mich vor allen Dingen wichtig war, ich meine das jetzt überhaupt nicht despektierlich und will da gar nichts kleinreden. Wir hatten eben tolle Beispiele, Klaus-Peter Thaler etc. von, ja, wie man oft sagt, Sporthelden. Die werden aber in so Jubiläumsbüchern natürlich, in dem Fall aus Kölner Sicht, immer und immer wieder auch aufbereitet. Und dann habe ich gesagt, lasst uns doch mal die Perspektive etwas wechseln. Wir erleben das 20-Jährige heute. Die kennen halt einen Radsportler, der mehrere Tage in Gelb gefahren ist in den 70er Jahren bei der Tour nicht mehr. Aber wie denken die denn darüber? Und auch perspektivisch, was erwarten die? Und die Idee kam dann gut an und dann haben wir Aufgaben verteilt. Das Sportamt hat das begleitet. Und die Studierenden haben dann 10 Jahre erarbeitet. Ursprünglich war angedacht, zu einer Publikation, zu einer Sportpublikation, die regelmäßig in Köln erscheint, eine Beilage zu machen für die 10 Jahre. Und manchmal läuft es dann halt richtig gut. Und dann hat das Sportamt der Stadt Köln gesagt, ach, wir machen was Richtiges draus. Wir machen eine Broschüre 100 Jahre, die von dem Verlag, von dem Sportverlag professionell gestaltet wird. Und eure studentischen Beiträge werden eingepflegt in diese Broschüre. Und der Benefit war dann, wir haben eine Redaktionsgruppe gebildet mit den Studierenden, wie gesagt Sportjournalismus-Studierende, die sind dann in die Redaktion der Sportzeitschrift, haben das selbst gestaltet, mitgestaltet das Heft. Es gab einen Festakt 100 Jahre, wo es offiziell der Öffentlichkeit und an die Presse übergeben wurde, alle Studierenden waren eingeladen. Also das war dann auch ein Glücksgriff, was Bleibendes, und meine Bedingung war vor allen Dingen, alle Studierendenbeiträge müssen namentlich gekennzeichnet sein, damit die das vorlegen können, wenn sie sich bewerben auf ein Praktikum. Und die sind halt eingearbeitet und dann ist immer unser Hochschulsigné, unser Tempel mit Namen der Studierenden, die den Beitrag geschrieben haben. Das ist ein schönes Beispiel, wo man vielleicht auch hier
mit Schülerinnen und Schülern, ich gebe es gerne mal rund, wenn jemand schauen möchte, wo man was machen könnte. Zweites Beispiel, noch aus meiner Erfahrung mit Studierenden. Unsere Hochschule, Deutsche Sporthochschule Köln, ist nach dem Zweiten Weltkrieg in Köln gegründet worden. Es gibt aber eine Vorgängerhochschule in Berlin, die sogenannte Deutsche Hochschule für Leibesübungen. Die wurde 1920 gegründet. Sie wurde von den Nationalsozialisten dann zerschlagen. Als Urhochschule beziehen wir uns aber auf sie. Insofern können wir immer zweimal Geburtstag feiern. Entweder bezogen auf die Vorgängerhochschule oder auf das Kölner Gründungsdatum. Das war 1947. Bezogen auf die Berliner Hochschule haben wir dieses Jahr unser 100-jähriges. Und auch das habe ich wieder mit Sportjournalismus-Studierenden gemacht. Wir haben so einen Blog auf unserer Website, der aus allen möglichen Richtungen, aus der Wissenschaft, von Studierenden etc. befeuert werden kann. Und dann haben wir ein Projekt gemacht, 100 Jahre Sporthochschule. Und die Studierenden sollten sich halt selbst mal umschauen auf dem Campus. Was nehmt ihr hier wahr? Was erkennt ihr nicht? Was ist neu für euch? Und auch mit Zeitzeugen. Und ich habe etwas Input geliefert, aber ansonsten waren die dann sehr selbstständig. Und so einer unserer berühmtesten Wissenschaftler, Sportmediziner Wilde Hollmann, 95 Jahre alt, immer noch aktiv, hält Vorlesungen. Zudem sind sie nach Hause gefahren und haben ihn interviewt. Thema Radsport, die Radrennbahn in Köln, nahezu 100 Jahre alt. Da haben sie eine Geschichte drüber gemacht. War teilweise Ausweichplatz für Fußballspieler, auch in den 70er Jahren mit einem großen Innenraum. Oder hier sind wir wieder bei Jahn. Wir haben ja die Jahn-Wiese hinter dem Stadion in Köln mit einem Jahn-Denkmal. Und dann haben sie Jogger, die da entlang liefen, angehalten und gesagt, wissen Sie, wo sie gerade sind? Und die meisten haben dann halt geguckt und gesagt, ja, da steht so ein Stein, hat einer gesagt. Genau genommen ein Jahn-Denkmal, also eine Jahn-Säule. Und so konnte man dann auch mit Passanten ins Gespräch kommen. Das hatten wir eben schon mal, Thema Jahn. Wie geht man damit um? Wer war das überhaupt? Ist das den Leuten bewusst, wenn sie im Alltag dran vorbeilaufen? Also da versuche ich generell auch, Studierende immer für zu sensibilisieren, einfach Augen und Ohren offen zu halten. Schaut mal, was ist denn vor der Tür? Wir haben den Sportpark mit dem großen Stadion. Das hat ja Geschichte. Also was kann man da dazu fragen und erforschen? Ja, zum Abschluss habe ich jetzt noch zwei Beispiele, wo wir, ich sagte anfangs, auf Jahrestage verweisen können, wo sie sehr schön Schul- und auch Lokalbezug herstellen können. Zum einen, da haben wir ein Doppeljubiläum. 1920 wurden die sogenannten Reichsjugendwettkämpfe ins Leben gerufen. Das ist die Vorgängerinstitution der Bundesjugendspiele. Die wiederum wurden 1951 ins Leben gerufen. Also wir haben ein Doppeljubiläum im nächsten Jahr, 70 Jahre Bundesjugendspiele. Als Vorläufer die sogenannten Reichsjugendwettkämpfe 1920. Die sind ja zurzeit durchaus umstritten. Wir haben ja auch aus dem Sport Kolleginnen und Kollegen hier. Sie erinnern sich vielleicht, es gab vor ein paar Jahren eine Petition einer Mutter, die das als Diskriminierung versteht, wenn ihr Kind keine Siegerurkunde, geschweige denn eine Ehrenurkunde erhält. Ist das zumutbar im pädagogischen Alltag, dass ein Kind bei den Bundesjugendspielen ohne Urkunde nach Hause geht? Kann man jetzt drüber streiten? Aber es wäre jetzt ja eine Frage, die man durchaus an der eigenen Schule auch mal erforschen kann. Wie gehen wir mit Bundesjugendspielen um? Was bedeutet das für uns? Welchen Stellenwert hat denn eine Ehrenurkunde? Werden die, die sie erhalten, besonders hervorgehoben? Wollen wir sie abschaffen? Nehmen wir gar nicht mehr dran teil? Also schöner Anlass, finde ich, bezogen auf Jahrestage, dem mal nachzugehen. Das ist übrigens der Ministerialerlass 1951. Man hat sich damals ein richtiges Schulfest darunter vorgestellt. Also man wollte, dass es rein über den Sportwettkampf hinausgeht, dass man eine Schulfeier macht und richtige Wettkämpfe in eine Feier eingebunden veranstaltet. Und rechts habe ich noch ein Beispiel, das zum Abschluss, das deutsche Sportabzeichen. Auch da können wir Jubiläen aufführen. Eingeführt wurde es bereits vor dem Ersten Weltkrieg. Man hat es 1912 eingeführt und ab 1913 erstmals vergeben. Was jetzt sehr schön passt, 1921 hat man es erstmals für Frauen geöffnet. Adele Schacke aus Göttingen ist die erste Frau, die das deutsche Sportabzeichen absolviert hat. Auch hier haben wir dann wieder die Nationalsozialisten, die den Gedanken pervertieren natürlich, einer sogenannten Volksgesundheit, einer Wehrkraft, und das dann fördern und ein NS-Abzeichen daraus machen. Und es dauert dann einige Jahre, bis nach dem Zweiten Weltkrieg der Sport insgesamt sich ja neu organisiert. Der Deutsche Sportbund entsteht 1950 und dann wird das Deutsche Sportabzeichen auch wieder ins Leben gerufen, 1951. Also da haben wir nächstes Jahr 70 Jahre Sportabzeichen
in der modernen Fassung. Was Sie hier sehen, heute steht da DOSB, Deutscher Olympischer Sportbund. Das ist der Verband der Weimarer Zeit, DRA, der Deutsche Reichsausschuss für Leibesübungen. Das war der Deutsche Sportdachverband nach dem Ersten Weltkrieg. Kann man auch noch fortführen, ganz kurz noch, ich komme zu, in 1961 habe ich jetzt, passte nicht mehr da in die Zeile rein, erstmals für Menschen mit Behinderung Sportabzeichen. Also auch ein rundes Jahr, nächstes Jahr 60 Jahre. Auch da wieder wird normalerweise selten in die Schule integriert, in den Schulalltag, kann man aber. Wäre vielleicht auch ein Anlass, einfach mal zu schauen, wie gehen wir lokal damit um? Haben wir Leute, die das X-Fach schon absolviert haben, etc. Es gibt ja so Menschen, man hat das Sportabzeichen grundlegend reformiert. Früher war das so, es gibt ja Gold, Silber, Bronze und man hat das früher, je öfter man es gemacht hat, dann kam man irgendwann in den Goldstatus. Dann hat man es grundlegend reformiert und jetzt ist es nach Leistung gestaffelt. Aber es gibt so Menschen, die das über 50, 60 Jahre jedes Jahr absolviert haben. Und vielleicht gibt es ja einen Lokalhelden hier oder Heldin. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, sage ich erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und viel Spaß und viel Erfolg beim Wettbewerb.